Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Pile-Up-Glitch zeigen auf der Karte Mauer der Toten und ich fange direkt mal an. Ihr braucht das rasende Wächter-Perk und mindestens ein Schild, Leute. Und wenn ihr das habt, geht ihr auf dieses zerstörte Penthouse, dann nimmt von diesem Sandsack aus Anlauf und springt hier auf die Tür drauf. Hier schaut ihr nach oben zu diesem Holzstück, klettert drauf und dann aktiviert euren rasenden Wächter. So, jetzt müsst ihr mal so ein ganz kleines bisschen zurücklaufen, Leute, bis ihr runterfallt und dann nach vorne laufen, sodass ihr hier landet, wo ich bin. Wenn ihr nun hier seid, dann werden die Zombies sich vor euch versammeln. Ein paar Zombies werden auf euch Fleisch werfen, jedoch wird euch das nicht umbringen. Oder ihr könnt einfach hier weiter links in die Ecke gehen und das somit vermeiden. Der Krasny-Soldat wird euch vielleicht ab und zu mal mit seiner Flamme hier angreifen, jedoch macht das auch nicht so viel Damage und ihr könnt ihn auch ganz leicht töten. Damit ihr nicht wegteleportiert werdet von hier aus, schaut euch immer wieder so um, so nach links und rechts, so wie ich das hier mache. Oder geht einfach, ihr könnt ja noch ein bisschen laufen hier, geht einfach ein Stück nach links und nach rechts, zwischendurch immer wieder mal, damit ihr nicht wegteleportiert werdet. Ein Nachteil hat dieser Glitch und zwar die Munition. Es kann sein, dass ihr Boss-Zombies nah genug tötet und so die Muni aufnehmen könnt. Ansonsten müsst ihr hier am Ende der Runde am besten runtergehen zur Munitionskiste und danach wieder chillig in den Glitch rein. So, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream oder beim nächsten Video. Ciao!